Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Wir sind ja nun in der Frostgrotte. Und das hätte ich natürlich nicht machen sollen. Und uns erwartet natürlich, wie soll es auch anders sein, ein neuer Bossgegner. Wir haben eine weite Strecke hier im Wald zurückgelegt. Wenn wir diesen Teil hinter uns gelassen haben, haben wir es geschafft. Es sollte nicht mehr weit sein. Halte durch. Bitte? Hast du was gesagt, Tobias? Mm-mm. Also nicht. Ich meine, eine Stimme gehört zu haben. Ich war wohl Einbildung. Kehrt um. Ihr dürft nicht passieren. Wer ist da? Es ist euch nicht gestattet zu passieren. Wenn ihr dennoch darauf besteht, dann soll es so sein. Doch nicht, bevor ihr mich besiegt habt. Oh, das ist zu hell. Das Eis um uns herum reflektiert das Licht. Ich bin Arctos, der Hüter des Eises. Wer immer den Wald betritt, soll von meiner Macht besiegt werden. Lasst uns beginnen. Wie du meinst. Ich bin bereit. Arctos sollte eigentlich nicht besonders schwer sein. Ich meine, wir ziehen ja schon über 30 alleine ab. Mit drei unserer Attacken. Die wenigen Attacken haben keine AP mehr von Spike oder von mir? Nee, von Spike. Ja, und auch gleich bei mir nicht mehr. Aber das ist egal, wir haben Arctos besiegt und wir erlernen sogar einen neuen Geowulf. Nice. Und wir vergessen wir glatt mal Fassade. Okay, Angriff um 1, Verteidigung um 2, Spezialangriff 2, Spezialverteidigung um 2 und Spike hält auch noch ein bisschen EP-Punkte erreicht, aber kein neues Level ab. Bitte Arctos, wir müssen weiter, egal was es uns kostet. Bitte, lass uns passieren. Ich meine, Arctos hat gesagt, wir dürfen nicht passieren. Es sei denn, wie drückt er sich aus? Oder interpretieren wir das mal anders? Wenn wir ihn im Kampf besiegen, könnten wir natürlich passieren. Nein, ich kann nicht erlauben, dass hier passiert. Warum nicht? Warum lässt du uns nicht weitergehen? Die kalte Brise des Waldes. Sie hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Ich friere aber ganz schön. Der Fluss der kalten Luft des Waldes wurde gestört. Der Schnee beginnt zu schmelzen. Der Schnee schmilzt. Schnee, der nie zuvor geschmolzen war. Dies ist noch nie zuvor geschehen, kein einziges Mal. Und zur gleichen Zeit erscheint ihr in diesem Wald. Ist dies nicht euer Tun? Arctos, wieso redest du so geschwollen? Wir haben damit nichts zu tun, das ist reiner Zufall. Bitte Arctos, hör uns an. Es liegt nicht an uns, dass der Schnee hier schmilzt, es passiert nicht nur hier. Naturkatastrophen ereignen sich momentan an allen Orten. Selbst wenn wir keinen Fuß in diese Gegend gesetzt hätten, hätte sich das Klima hier verändert. Ist das alles? Soll ich das etwa glauben? Genug von diesem Unsinn. Dies ist euer Ende. Halt. Absol.
In Ihren Worten steckt keine Lüge. Die Katastrophen verbreiten sich tatsächlich. Ist das wahr? Ja. Ich habe die Gabe, Naturkatastrophen zu spüren. Die jetzigen Katastrophen sind nicht gewöhnlicher Natur. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Also gibt es noch weitere Katastrophen. Gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Arctos. Jedoch. Ihr müsst verhindern, dass sich die Katastrophen weiter ausbreiten. Ich zähle wieder auf euch. Ja, versprochen, Arctos. Puh. Das war schon mehr als knapp. Vielen Dank. Du hast uns gerettet. Statt euch zu bedanken, solltet ihr euch darauf konzentrieren, die Katastrophen aufzuhalten. Werden sie nicht gestoppt, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Ich spürte die entsetzliche Kraft der Katastrophen. Meine Gabe der Vorahnung führte mich an diesen Ort. Ich halte es für angebracht, dass wir gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Oh, wirst du das? Wirklich. Um diesen Katastrophen ein Ende zu setzen, ist Kooperation unerlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. Vielen Dank, Albso. Nein, Epso braucht keinen Spitznamen. Und so überwand das Team von Tobias den Frostwald und marschierte weiter in den Norden. Und je weiter sie kamen, desto unwirklicher wurde die Gegend. Oh ja, wir wollen speichern. Wir haben eigentlich gut viel geschafft. Dieser vereiste Bergpfad ist ja ewig lang. Wir sind schon so weit gelaufen. Spike sieht auch ganz schön. Spike sieht auch schon ganz erschöpft aus. All die Strapazen aus purer Verzweiflung. Und was erwartet uns? Tun wir wirklich das Richtige? Ist das kalt. Zu kalt. Hier gibt es nichts außer Schnee. Hier sieht alles gleich aus. Ich frage mich, ob wir überhaupt von der Stelle kommen. Hey Tobias, ich habe gerade gedacht, wir sind an einem verlassenen Ort angekommen, an dem wirklich niemand außer uns ist. Ich habe das Gefühl, dass vor uns nichts mehr ist. Auch wenn wir weitergehen, da ist nichts mehr. Und ich bin total erschöpft. Was wird aus uns werden? Wir werden ihn mal lieber aufmuntern, ne? Also, keine Bange, uns wird schon nichts passieren. Sicher, das stimmt. Darüber nachzudenken, was passieren könnte, hat keinen Sinn, nicht? Nachdem wir so weit gekommen sind. Tut mir leid, ich habe mich selbst bemitleidet. Ich glaube an dich. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und das wird sich nicht ändern. Ich werde weiter fest an dich glauben, Tobias. Ich folge dir, wo immer du auch hingehst. Ja? Spike vertraut mir bedingungslos. Ich darf keine Unsicherheit zeigen. Ich darf nicht an mir zweifeln. Was? Was war das? Mir wird schwindelig. Hm? Ist dir nicht gut? Endlich. Endlich bist du da. Da? Spricht jemand zu mir? Spike? Nein, Spike klingt anders. Diese Stimme kenne ich von irgendwo. Endlich, du bist hier. Ich habe dich erwartet. Gardua! Ich bin so froh, endlich begegnen wir uns.
Du bist doch... Was? Hey Tobias, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Ich bin nur für dich sichtbar. Etwas weiter voraus findest du eine zerklüftete Berglandschaft, gekrönt vom Klirrberg. Auf diesem Gipfel lebt Volona. Volona? Volona erwartet dich bereits. Hüte dich. Nein, warte. Hey Tobias, was ist los? Was ist passiert? Das war es also. Gadobor ist dir erschienen. Darum warst du vorhin so verblüfft. Ich finde es unglaublich. Volona ist dann nicht nur eine Legende, dass Pokémon existiert. Und auf dem Gipfel vor uns befindet sich Volona. Tobias. Wir haben uns so sehr angeschenkt, um bis hierher zu gelangen. Und endlich zahlt es sich aus. Wir werden Volona treffen und die Wahrheit erfahren. Endlich können wir die Verdächtigung gegen dich entkräften. Fantastisch. Hör zu. Mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut werden. Es ist doch nur natürlich, dass du vor dem Treffen mit Volona Angst hast. Dieser herzlose Mensch, der Galloway im Stich gelassen hat. Du könntest dieser Mensch sein. Ich kann schon verstehen, wenn du genau das gerade denkst. Aber es ist unmöglich, du bist nicht dieser Mensch, dessen bin ich mir sicher. Wir werden ihn mal fragen, ob er so sehr an uns glaubt. Nun, es gab einen Moment, als ich meine Zweifel hatte, ja, aber nun frage ich mich, wieso ich gezweifelt habe. Ich weiß wirklich nicht wieso, aber das ist völlig in Ordnung. Tobias, du bist ein wirklich netter Typ. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Retteteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain. Wenn ich es mir so überlege, war damals schon etwas anders an dir. Es ist schon seltsam, nicht wahr? Aber ich glaube an dich. Und wenn wir vom Gipfel herunterkommen, kennen wir die Wahrheit. Geben wir alles. Oh ja, speichern. Gut. Ja, wir sind fertig. Klirrberg. Gut, auf geht's. Strengen wir uns an und erklimmen den Berg. Frag mich aber nicht, wie viele Ebenen der hat. Spike, ich hätte nichts dagegen, wenn du mitgeholfen hättest. Das wäre mir sogar zugute gekommen. Aber gut. So. Und wo ist jetzt die liebe Leiter? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Nein, wir wollen noch weiter. Wenn ich jetzt so an die nächsten Dungeon denke. Aber ich sehe schon mal die Leiter. Na gut, wenn du nicht kommen willst, ist auch okay. Dann gehen wir hier die Leiter hoch. Aber ich glaube, der Klirrberg hatte auch noch mal übelst viele Wege, Ebenen, nicht Wege, Ebene.
Ebenen. Na gut, hier geht es nicht weiter. Ja, ja. Ah, ein Drassler. Ich komme jetzt nicht drauf. Was war das jetzt? Die Formwickel waren Kinnform, das andere war ein Drassler. Ja, Drassler. Ach gut. Sag mal. Geht's dir gut? Yeah. Hey. Wieso sehe ich jetzt erst das? Sehe ich jetzt erst, dass Epso Level 20 ist. Nice. Das ist ja eine wunderbare Verstärkung. Wunderprächtige Verstärkung. Ich habe so das Gefühl, dass ich hätte runtergehen sollen. Ist das normal, dass ich dieses so im, ich sag mal, Gefühl habe? Nein, doch nicht. War doch okay. Und schlafende Pokémon lassen wir auch schlafen. Nicht wahr, Spike? Ich kenne dich nämlich. Du hast das selbst. Oh, Linkbox. Pack ein hier. Wo könnte die nächste Treppe sein? Also hier auf jeden Fall definitiv nicht. Nicht. Oh Mann, mir geht schon wieder zu gut. Links, rechts, geradeaus. Oh nein, 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 Spike. Bleib ruhig, ne? Sieh mal an, ein Palimpalim. Ach so, Spike hat noch Link-Attacken. Alles klar. Ach ja, okay, dann war das erst also bloß eine Ankündigung, dass die Link-Attacken bald aufgebraucht sind. Ist auch gut, dass er mir das sagt. Aber ich denke mal, so hätte ich auch schon drauf geachtet. Gut, ich gehe erstmal kurz runter. Ein Palimpalim. Obwohl, ich könnte mal die Geo rausnehmen, ne? Sag mal, geh weg. Was haben wir da? Plosivsamen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Oh. Aber ein Heilband. Geben wir mal die Info. Ein Item zum Tragen, welche die natürliche KP
KP-Regenerierung des Pokémon beschleunigt, aber der Magen des Pokémon muss schneller wieder gefüllt werden. Nope. Lass mal. Links. Hi, Sengo. Nächster. Dauert Durchbruch mehr da rein. Nope. Dann gehen wir hier hin. Ich bin verwirrt. Apropos, ich muss unbedingt nachher wieder ein Lied hören. Ganz unbedingt. Das fiel mir eben ein, als ich als ich mich entscheiden musste, ob links oder rechts. Das muss ich unbedingt mal hören. Mach mal gut. 80 KP. Muss ich unbedingt hören, das Lied. Das muss ich unbedingt hören. Das geht dann eigentlich nochmal runter. Nee. Das Lied ist nämlich von der Band Umf. Und das nennt sich Labyrinth. Labyrinth, genau, Labyrinth. Links, rechts, Granhaus, du bist im Labyrinth. Ich liebe dieses Lied. Das habe ich eine Zeit lang ständig gehört. Rauf und runter. Nee, du kommst mal hier runter, Lidraking. Spike, ruhig. Der Mann ist fast leer. So, nachher darf ich natürlich wieder Stimmen rausschneiden, weil man an mir gerufen hat, weil ich mal wieder wichtig war. Ist eigentlich, wie schön das ist, wenn man das alles rausschneiden darf. Wieso? Wieso führt mich das in eine Sackgasse? Obwohl, es hat mich ja eigentlich mehr oder weniger nur im Kreis geführt, ne? Sag mal, her damit! Blödes Viech! Spike! Mach was! Zugabe, sagst du? So, Durchbruch. Geh mal weg. Diese Dornen sind auch ganz gut zum Werfen. Mal kurz. Blaugummi essen. Magenpfund wurde gefüllt, wunderprächtig. Also, ich würde sagen, dass wir so... Wow, wow! Stefan, zieh ich mal so viel ab. Das ist immer krass gewesen. Mal, wenn ich da 121 abziehe. Okidoki. Nein, ist ja nicht so bundesweit, ja auch. So, da ist die Treppe, die Treppe. Oh Mann, wie viele Ebenen hat denn der Mist hier?
Ist ja nicht wie ihr sieht, aber so eine. Ja. Ja, genau. So, das waren jetzt. Ich sag mal 16 Ebenen mit dieser jetzt hier mitgezählt. Ist das von der Prächtig? Ne? Hier kommen bestimmt noch mal übelst viele. Oder vielleicht auch nur 5 oder 3. Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass mich Dungeons mit total vielen Ebenen extrem nach einer Zeit nerven. Obwohl das mit diesen Dungeon hier sogar noch einigermaßen human ist, sag ich mal. Es gibt wirklich ein paar Dungeon, die sind. Boah. Total. Richtig groß aufgebaut. Obwohl, das könnte ich euch eigentlich sagen mit diesen einen Dungeon. Und zwar gibt es. Es wäre ja nicht gespoilert. Das. Es gibt nämlich einen Dungeon, der hat 99 Ebenen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist denn ordentlich. Boah. Den habe ich noch nicht mal auf meinem Spielstand durch. Ja. Du blöds Arschloch, den. Ne? Doppelteam auch noch, aha. So jemand sind wir. Oh, was? Na toll. Das heißt, ich bin jetzt erstmal hier eine Runde eingefroren. Naja. Ich wäre dafür, dass wir hier eine kleine Pause einlegen. Es sei denn, da ist die Truppe. Ebene 5. Endlich seid ihr da. Dies ist der Gipfel. Endlich sind wir da. Dies ist der Gipfel, ja. Ich frage mich, wo Volona ist. Da sind sie. Ich habe Tobias entdeckt. Gut, ich sehe sie. Simsa. Es wird allmählich Zeit. Endlich haben wir euch. Nur wegen eurer Flucht sind wir überhaupt hier so weit draußen. Nur Ruhe, Disputa. Endlich können wir die Sache abschließen. Ich kann mich kaum zurückhalten. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Spike. Nimm es mir nicht übel. Ich weiß einfach nicht, wie man Gnade zeigt. Tobias. Dieses Ende habe ich nicht vorgewollt. Aber so ist es nun einmal. Unser Schicksal. Der Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Wir werden euch mit all unserer Macht bekämpfen. Es beginnt. Oh Mann. Und er lasst das auf der Seite. Auf der Stelle. Was? Volona. Was? Volona? Das ist Volona. Die Legende, sie ist wahr. Hört sofort auf zu kämpfen, Simsala. Das sind meine Gäste. Sag uns, Volona. Wer war der Mensch aus deiner Legende? Nein,
Mehr noch, ist die Legende tatsächlich wahr? Je nach deiner Antwort muss ich sie möglicherweise beseitigen. Ob mein Fluch für Legende gehalten wird oder nicht, ist ohne Belang. Jedoch, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu besiegen. Doch damals schritt Galovar, der Partner des Menschen, ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug es die volle Wucht des Fluches, der eigentlich für den Menschen bestimmt war. Und der Mensch verhielt sich egoistisch und feig. Er ließ Galovar im Stich und floh. Und dennoch wurde dieser Mensch später zu einem Pokémon. In Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Und dieser Mensch ist wer? Wer ist dieser Mensch, von dem du sprichst? Tobias, sei ohne Furcht. Nicht du bist dieser Mensch. Was? Was ist das gerade? Herr Tobias ist nicht der Mensch aus der Legende. Das sagte ich. Was? Was ist nur los mit mir? Ich bin so angespannt. Ich kann mich nicht bewegen. Ruhig atmen. Puh. Oh, wow, fantastisch. Großartig. Ich wusste, dass Tobias nichts damit zu tun hat. Ich wusste es. Niemals würde Tobias solche schreckliche Dinge tun. Da ist noch etwas, das erwähnt werden muss. Es ist wahr, ich sah voraus, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Jedoch, der zum Pokémon gewordene Mensch hat nichts mit dem Ungleichgewicht der Welt zu tun. Der Grund für die Naturkatastrophen ist ein anderer. Hey ihr habt falsch gelegen. Ihr habt einen Fehler gemacht, als ich Tobias gejagt habe. Wir müssen uns entschuldigen. Tut uns leid, dieser Gengar hat uns auch aufgehetzt. Nein, ich habe Gengar gleich von Anfang an verdächtigt. Tobias sieht auch gar nicht so heimtückisch aus. Wenn es doch nur so wäre. Aber ich muss sagen, ihr verdient Respekt, dass ihr auf diese lange und harte Reise die Wahrheit herausgefunden habt. Beeindruckend, Tobias. Ausgezeichnet, ich wusste von Anfang an, dass ich recht behalten würde. Was? Oh, warte mal. Warum wurde Tobias denn zu einem Pokémon? Wenn Tobias nicht der Mensch ist, der in dieser Legende erwähnt wird, wie erklärst du dann die Tatsache, dass Tobias zu einem Pokémon geworden ist? Tobias, wer bist du? Ah, der Boden bewegt sich. Erdbeben. Die Erdoberfläche bricht auf. Die Naturkatastrophen verschlimmern sich. Und die Erschütterung des Erdbodens. Wenn ein Geschöpf in den Tiefen dieser Welt erwecken. Ein Geschöpf, das bisher ungestört schlief. Grodon wird erwachen. Was? Grodon erwacht? Grodon? Was ist das? Was ist ein Grodon? Ein legendäres Pokémon, das nur in alten Mythen auftaucht. Es ist das Pokémon, das die Landmassen geformt und die Kontinente gebildet hat. Es heißt, es sei nach katastrophalen Erkämpfen mit seinem Erzfeind Kyogre in tiefen Schlaf gefallen. Sollten Grodons Kräfte entfesselt werden, wird Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir werden gehen. Wir gehen auch. Nein, ihr müsst bleiben. Grodon ist weit stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst es uns. Jawohl. So ist es. Geht erstmal zu eurer Basis zurück und macht eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Es gibt schon einen Grund, warum wir den Goldrang tragen. Wir erledigen das und sind wieder zurück, bevor ihr euch auch nur umschauen könnt. Gut, wir gehen und kümmern uns um Grodon. Und so
machte sich Simsa das Team auf, in den Tiefen der Erde nach dem erwachten Grolan zu suchen. Unterdessen beendete das Team von Tobias nun befreit von den wüsten Verdächtigungen seine lange und qualvolle Reise und kehrte wohlbehalten und glücklich in seine Retterteambasis zurück. Oh ja, wir wollen speichern. Die Folge ging jetzt aber auch schon wieder lang genug. Aber egal. Währenddessen zurück auf dem Pokémon-Platz. Hey, ihr da. Warum seid ihr nicht unterwegs, um das Team von Tobias zu jagen? Du hast leicht reden. Das ist zu viel für uns. Das heißt, das Team von Tobias sei schon sehr weit weg. Wir könnten es jetzt höchstens bis zur Lapishöhle schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt, aber sie flohen zum Feuerberg. Nichts in der Welt könnte mich dahin bringen, und da habe ich ihre Spur verloren. Ich bin vom Typ Pflanze, wisst ihr? Feuer und ich, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team von Tobias wurde, aber diese Flüchtigen, wenn man sich überlegt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren, die sind ziemlich zäh geworden. Da kann ich nicht mithalten. Was seid ihr doch für Weicheier? Du bist ein richtiges Großmaul. Was ist mit deinem Team, Gengar? Ihr hängt hier nur auf dem Pokémon-Platz rum und lehnt euch zurück. Macht auch mal mit. Los mit euch. Haltet uns da raus. Unsere Aufgabe ist es, vom Ende von Tobias zu erfahren und das weiterzugeben. Du spielst dich vielleicht auf. Ach du meine Güte. Ach je. Ach je. Meditalis, was ist los? Tobias. Tobias ist zurück. Ja? Endlich. Endlich sind wir Tobias los. Nein. Im Gegenteil. Tobias ist zurück. Was sagst du da? Da drüben. Tobias. Sie sind zurück. Hallo Leute. Wir sind wieder zurück. Puh, endlich sind wir wieder hier. Wir waren sehr lange fort. Irgendwie weckt dieser Platz nostalgische Erinnerungen in mir. Hey Spike. Ach, du bist es, Gänger. Ist ja eine Weile her. Was soll diese unverschämte Selbstsicherheit? Vielleicht. Gänger, alles, was du gesagt hast, war falsch. Mit Tobias hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Ihn traf keine Schuld. Was? Ist das wahr? Ja, wir haben Voluna gefunden und nachgefragt. Tobias ist nicht der Mensch aus der Legende. Wir sind zurückgekommen, weil wir die Wahrheit herausgefunden haben. Oh, Gengar, jetzt kriegst du aber ordentlich das Muffel, ne? Die Muffensause. Moment mal. Man kann dir nicht trauen. Wenn du so eine Behauptung aufstellst, dann musst du das beweisen. Beweisen? Ganz genau, knallharte Beweise. Lass uns Beweise sehen, na los. Wird's bald? Beweise, wir haben keine Beweise. Zu schade, dass du nichts beweisen kannst, aber schön, dass du hergekommen bist. Schön blöd. Das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon. Das ist eure Chance, Tobias loszuwerden. Na nun, uns greift ja keiner an. Was habt ihr denn? Wollt ihr Tobias nicht loswerden? Ich habe immer an Tobias geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Ich bin draußen. Das Team von Tobias hat mich gerettet. Ich habe mich nur schweren Herzens an der Jagd beteiligt und nur, weil du so darauf bestanden hast. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Tobias wirklich so böse sein soll.
Ich habe auch genug gehört. Ich glaube zu ihr. Ja, genau. Wer braucht Beweise? Leute. Extra Blatt, extra Blatt, extra Neuigkeiten. Na, was wird denn da drin stehen? Was? Was ist das? Sieht aus wie eine Zeitung, nicht? Okay, ich lese das mal vor. Also hier steht... Extrablatt, Tobias unschuldig. Tobias traf Volona unter dem wachsamen Auge von Simsala und konnte beweisen, dass keine Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ergibt sich, dass Gengars Behauptung hinterhältige und böse Verleumdung war. Ende. Du dreckige... Nichts, wie weg hier. Halt, du Lügner. Du hast uns betrogen. Willkommen zurück. Ja, es tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, wie versprochen. Ich bin so froh, dass Tobias nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, ich bin auch froh. Nun müssen wir von niemandem mehr davonlaufen. Tobias? Wir sind beide müde. Ich gehe und lege mich schlafen. Morgen rufen wir unser Retterteam wieder ins Leben zurück. Versuchen wir unser Bestes. Teampartner, Suchpartner-Areal auf. Wenn du Teampartner für das Team aussuchen möchtest, dann besuche den Partner am nächsten Morgen. Gut, aber für uns heißt es jetzt speichern. Und die Folge war jetzt nun wirklich lang genug. Habe ich jetzt eigentlich... Ja, ich habe gespeichert, alles klar. Ich war mir jetzt bloß gerade nicht sicher, ich war wieder Brain auf AFK. Gut Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen. Und da schmeiße ich schon wieder meine Verbindung weg. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder pünktlich dabei seid um 17.30 Uhr zu Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Wenn es denn weitergeht. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Abend und haut rein Leute. Ciao.